Okay, Leute, bitte erschreckt euch nicht, wie ich aussehe. Das ist der aktuelle Stand. Gestern war es, glaubt mir, noch viel, viel mehr geschwollen. Und ich erzähle euch natürlich jetzt auch, was passiert ist. Ich hatte gestern in der Früh morgens einen Unfall. Und zwar einen Sportunfall, um es genauer zu sagen. Es war nicht meine Schuld. Es war einfach ein unglücklicher Unfall im Fitnessstudio. Und zwar lag ich auf dem Boden, hatte gerade eine Pause von meiner Übung. In der Nähe meines Kopfes war dieser Turm, diese Regale, wo diese Hanteln, diese langen Hanteln eingehakt sind, wo ihr so links und rechts die Gewichte ranmachen könnt. Während meiner Pause, als ich da lag, hat jemand hinter mir eine Langhantel von ganz oben, ja, könnt ihr es euch schon denken, runterholen wollen. Bis jetzt nicht, wie es passieren konnte. Ich glaube, diejenige wollte das Gewicht von einer Seite runternehmen und dann kippte das Gleichgewicht, hat das nicht gehalten und kippte dann runter. Wie auch immer, ist diese Langhantelstange, die 10 Kilo wiegt, von dieser Höhe auf mein Gesicht gefallen und schläfe. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, kriege ich Gänsehaut. Ich wusste in diesem Moment überhaupt nicht, was passiert ist. Ich habe einfach nur mein Gesicht gehalten. Ich wusste nicht, was los ist. Ich kann mich nur erinnern, dass alle zu mir gerannt sind, inklusive meines Mannes, der auch nämlich in diesem Gym gerade war. Er hat mir erzählt, ich habe gehofft, es bist nicht du, als ich gesehen habe, dass da so ein Trubel um jemanden ist. Er hat diesen Knall gehört und gesehen, dass irgendwie so viele Menschen hinrennen. Und als er mich gesehen hat, er meinte, er konnte nicht mehr. Er hat sich so rührend um mich gekümmert. Mein Gott, ey, ich habe den besten Mann der Welt. Er hat da alle zusammengeschrien. Er hat Eis besorgt. Also er hat die ganze Zeit mein Gesicht gekühlt. Er meinte, jetzt im Nachhinein hat er es mir gesagt, ich hatte so einen Tennisball im Gesicht. Er hat so richtig gedrückt, damit es nicht noch größer wird. Ich weiß nur, dass ich irgendwann dann, mir sind die Tränen rausgeschossen. Und als ich mich im Spiegel gesehen habe, Goldas Geburtstag ist heute. Ihre Feier, ihre große Feier ist am Sonntag und mir ist jetzt sowas passiert. Aber jetzt ist mir das Optische so egal, weil ich verstanden habe, wie ernst es eigentlich war. Es war echt eine extreme Wucht. Es war ein hohes Gewicht. 10 Kilo von dieser Höhe auf meinen Kopf, auf mein Gesicht. Es hätte die Nase treffen können. Ich wäre gebrochen, 100%. Oh mein Gott, wenn ich drüber nachdenke. Gott sei Dank nicht die Nase. Aber ich hatte einen Verdacht auf einen Jochbeinbruch. Also der Krankenwagen kam natürlich. Ich wurde mitgenommen ins Krankenhaus. Wurde direkt ein CT gemacht. Ich war auch wirklich den ganzen Tag gestern 12 Stunden da, ne? Und ich durfte Gott sei Dank nach Hause. Kein Jochbeinbruch. Das hätte man sonst operieren müssen. Das war wirklich meine größte Angst. Aber dann hatte ich Verdacht auf eine Hirnblutung. Eine Mini-Hirnblutung. Und deswegen musste ich dann den ganzen Tag da bleiben, um Stunden später ein zweites CT zu machen, um zu gucken, ob das größer geworden ist und weiterläuft oder ob es das war. Es war dann, Gott sei Dank, alles gut. Es ist nichts mehr weiter geflossen, keine Blutung, weiteren Blutungen im Kopf. Zweites CT war somit gut und ich durfte dann um 22 Uhr nach Hause. Leute, ich war von 9 Uhr morgens, als ich eingeliefert war, bis 22 Uhr in diesem Krankenhaus mit den schlimmsten Kopfschmerzen, Übelkeit. Ich habe natürlich eine Gehirnerschütterung, aber ich habe mich jetzt richtig ausgeschlafen. Mein Mann hat Golda übernommen und mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich habe Kopfschmerzen, ich versuche aber jetzt nicht unnötig so viel Schmerzmittel zu nehmen. Ich werde mich jetzt aufraffen und das Beste draus machen, auch wenn ich so aussehe. Aber das Optische ist so egal, denn die Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und das war wirklich gestern haarscharf. Und jetzt möchte ich das Negative hinter mir lassen. Deswegen habe ich mit dem Negativen angefangen heute.